Hallo zusammen, wir melden uns hier von der Kolben-Schmidt-Arena in Heilbronn, wo gerade das Stadionfest der Heilbronner Falken stattfindet. Hinter mir sieht man schon die Spieler oder einen Teil der Spieler, die schon da bereit sitzen für die Autogrammstunde, die gleich stattfinden wird. Dahinter steht der neu gebrandete Mannschaftsbus mit dem riesigen Falken-Logo drauf. Und wir sammeln jetzt einfach mal ein paar Eindrücke von der Veranstaltung hier. Deine Lippen kommen mir ganz Neben mir steht jetzt der Falkentrainer Igor Pavlov. Gestern Abend gab es das erste Testspiel in Bad Tölz, 5:0 gewonnen. Waren Sie zufrieden, wie es gelaufen ist? Ja, natürlich. Wir waren gut organisiert, wir haben schnell gespielt, wir haben, sage ich, sehr, sehr gute kämpferische Leistung reingebracht. Wir haben, sage ich, Spiel einfach kontrolliert und ja, das ist Sommer Eishockey. Das ist trotzdem ein deutliches Ergebnis. Sie sind jetzt eben in dem neuen schönen Bus vorgefahren. Wie ist das vom Gefühl, wenn man hier reinfährt und die Leute applaudieren und die Stimmung ist gelöst und fröhlich? Macht das auch dem Trainer Spaß? Nee, also ich glaube, es ist doch schön. Also wir wollten Unterhaltung. Wir sind, wie gesagt, in der Öffentlichkeit müssen präsent sein. Und ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, ja, mit so einem guten neuen Bus sich einfach zu präsentieren. Also wir sind, glaube ich, präsent. Vielleicht. Macht vor den Länderspielen. Also bei Heilbronner Falken hat sich ja viel verändert. Was erwarten Sie sich denn von der neuen Saison? Ja, dass die besser wird als die letzte auf jeden Fall. Dass halt wir oben mitspielen. Dass sie sich dieses Jahr mehr anstrengen und dass sie vielleicht auch Meister werden. Obwohl auch die Mannschaft jetzt gar nicht mehr so prominent besetzt ist wie letztes Jahr, glaubst du schon, dass man richtig viel erreichen kann? Ja, junge Spieler sind besser. Was macht dich optimistisch für die kommende Saison? Die Reihe Janssen-Blank und die jungen Wilden. Was glaubst du denn, was zu erreichen ist in dieser Saison? Playoffs auf jeden Fall. Also keine schlimme Abstiegsserie wie in der vergangenen Saison? Nein, weil es ist diesmal so, dass also Verein und Trainer Hand in Hand arbeiten. Und die Jungs, die wollen wirklich alles rausreißen. Gestern in Bad Tölz, die waren so happy, wieder auf dem Eis zu sein. Das war die reinste Freude. Die Heilbronner Stimme, Hohenloher Zeitung und Kraichgau Stimme. Lesen, wissen, mit.